Hallo Leute, der sogenannte Honigstreit zwischen TV-Satiriker Jan Böhmermann und dem Imker Rico Heimsich hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt. Der Konflikt begann, als Böhmermann in seiner Sendung ZDF Magazin Royal am 3. November 2023 Firmen kritisierte, die Bienenpatenschaften als nachhaltiges Engagement vermarkten. Heinzisch und seine Firma My Honey GmbH wurden dabei als Beispiel genommen. Böhmermann bezeichnete diese Bienenpatenschaften als Greenwashing, in diesem Fall als Bee-Washing. Heinzisch und seine Firma My Honey GmbH wurden dabei satirisch dargestellt, was Heinzisch als ungerecht empfand. Böhmermanns Kritik zielte darauf ab, dass solche Bienenpatenschaften oft mehr Marketing als tatsächlicher Umweltschutz seien. Heinzisch reagierte darauf, indem er Honig mit einem Etikett versah, das Böhmermanns Bild und den Text führender Bienen- und Käferexperte empfiehlt, zeigte. Böhmermann sah darin eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte und klagte gegen Heinzisch. Eigentlich sollte man schön die Schnauze halten, so wie der damals gegen Erdogan hergezogen ist oder auch teilweise über andere Leute manchmal herzieht. Aber ich habe immer bloß mal ein paar Ausschnitte in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen. Die Sendung selber habe ich mir nie eingeguckt, weil ich den Böhmermann eigentlich gar nicht leiden kann. Der zieht immer so eklig über die Leute her, fand ich. Aber egal. Das Oberlandesgericht OLG Dresden entschied jedoch zugunsten von Heinzisch und wies Böhmermanns Berufung zurück. Das Gericht sah in der Werbeaktion ein Ereignis der Zeitgeschichte mit satirischem Charakter, das zur Meinungsbildung beigetragen habe. Heinzisch darf somit weiterhin mit Böhmermanns Bild und Namen für seinen Honig werben. Ja, dann hat Böhmermann gegen das Urteil des Landesgerichts Dresden Berufung eingelegt, aber auch in dieser Instanz hat er verloren. Am 18. Juli 2024 hat das Oberlandesgericht Dresden erneut zugunsten von Heinzisch entschieden. Das Gericht bestätigte, dass die Werbeaktion von Heinzisch, bei der er Böhmermanns Bild und Namen auf Honiggläsern verwendete, als satirische Reaktion auf Böhmermanns TV-Beitrag zu verstehen sei. Diese Aktion sei ein Ereignis der Zeitgeschichte und habe zur Meinungsbildung beigetragen. Heinzisch zeigte sich nach der Entscheidung zufrieden und betonte, dass er kein Streithansel sei und das Kriegsbeil gerne begraben würde. Er lud Böhmermann sogar ein, seine Imkerei zu besuchen, um sich selbst ein Bild von seiner Arbeit zu machen. Ja, ich habe ihn mir bestellt. Wenn Böhmermann den Honig empfiehlt, muss man den ja bestellen. Gerade gekommen. So. Hier ist erstmal eine Weihnachtskarte mit drinne. My Honey wünscht frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Da macht der Imker richtig... Was, Patte? Da macht der Imker richtig Patte. Was hier runter sehen soll. Und hier ein Stempel in der Ecke. Eigentlich ist uns immer noch wie Weihnachten. Und ganze Abteilung unterschrieben. So, es gibt noch Blumensamen dazu. Könnte man ja irgendwo ausstreuen. Ja, und jetzt habe ich einmal Bee-Washing-Honig. Einmal Böhmermann-Honig.
wie nennt er den? Cancel Culture Honig. Zweimal und einmal Bewashing. Ja. Dank Böhmermann hat er jetzt seinen Honig verkauft. Nee, das ist blöde. Ja, und hier gibt's noch eine Karte, da kann man ein Bienenvolk adoptieren bei denen oder so. Aber ich hab's ja eigentlich mehr oder weniger wegen dem Gag gekauft. Ja, soweit erstmal zum Thema. Ich habe übrigens zur Recherche wieder mit Microsofts Copilot und auch wieder mit ChatGPT experimentiert. Und hier ist mir wieder erneut ChatGPT durch Fake News aufgefallen. ChatGPT sagte, der Honigstreit zwischen Jan Böhmermann, einem bekannten deutschen Satiriker und Fernsehmoderator, und Torben Heinzig, einem Imker und Honigproduzenten. Ja, fast richtig, der Imker heißt Rico und nicht Torben. Weiter mit ChatGPT. Der Streit begann im Jahr 2023 und entwickelte sich zu einem ungewöhnlichen öffentlichen Schlagabtausch. Die Auseinandersetzung nahm ihren Anfang, als Böhmermann in seiner ZDF-Show ZDF-Magazin Royal behauptete, Achtung, jetzt geht's weiter mit ChatGPTs Lügenmärchen, Böhmermann behauptete, dass Heinzig Honigmarke der Imker in Wahrheit industriell gefertigten Honig vertreibe und lediglich mit einem Naturnamen Image werbe. Das kam dann noch ähnliches Gewäsch zu dem Thema, von wegen Heinzig Honig wäre besonders minderwertig und so weiter. Und dann bekam ich die Info, Heinzig wurde verurteilt, die Verwendung von Böhmermanns Bildmaterial zu unterlassen und musste eine Entschädigung zahlen. Darüber hinaus wurde ihm auferlegt, alle entsprechenden Werbematerialien mit dem Bild zurückzuziehen. Das Urteil unterstrich die Bedeutung des Schutzes von Persönlichkeitsrechten, insbesondere wenn es um die kommerzielle Nutzung von Bildern und Namen prominenter Personen geht. So, dann habe ich geschrieben, ich glaube gelesen zu haben, Heinzig hätte beide Instanzen gewonnen. Hier jetzt die Antwort, du hast recht. Meine vorherigen Informationen waren nicht korrekt. Tatsächlich hat Torben Heinzig in beiden Instanzen gewonnen. Hier fragte ich dann, wo die Imkerei sei. Und die Antwort, die Imkerei von Torben Heinzig ist unter dem Namen der Imko bekannt. Sie befindet sich in Hamburg und ist für ihre hochwertigen Honigprodukte bekannt, die als regional und naturnah vermarktet werden. Heinzig betreibt seine Imkerei unter anderem in der Umgebung von Hamburg, wo er verschiedene Sorten Honig produziert und vertreibt. Ich fragte, bist du dir sicher? Jetzt kommt's. Torben Heinzig ist kein Imker und es gibt keine Imkerei namens der Imker in Hamburg, die ihm gehört. Der Name der Imker wurde satirisch von Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Magazin Royal verwendet, um den fiktiven Fall zu illustrieren. Heinzig ist in Wirklichkeit Geschäftsführer der Deutschen Honiggesellschaft, die den Langnese-Honig vertreibt. Ich habe das jetzt nie nachgeprüft, ob es da wirklich einen Heinzig gibt, aber das ist jetzt irgendwie besonders relevant. Der sogenannte Honigstreit drehte sich um die Kritik von Böhmermann an der Vermarktungspraktiken von Langnese-Honig, was zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führte. Es handelt sich also um eine fiktive Darstellung im Rahmen der Satire und Heinzig selbst betreibt keine eigene Imkerei.
Wenn du an echter Imkerei interessiert bist, müsstest du nach lokalen Imkereien in deiner Nähe suchen. Jo, ich frage dann wieder, ging es hier nicht um eine Imkerei in Meißen? Ja, du hast recht. Der Honigstreit drehte sich tatsächlich um eine Imkerei in Meißen. Konkret ging es um die Honigmanufaktur Meißen, die von Torben Heinisch betrieben wird. Ja, jetzt haben sie sich ganz mit dem Namen verquert. Vorher war der Name ja immer noch Heinzig und jetzt hat er den Namen auf Torben Heinig geändert. Ich habe dann nach der Adresse gefragt, da kam die Antwort: Honigmanufaktur Meißen-Inhaber Torben Heinig, Fabrikstraße 14 in Meißen. Es könnte teilweise richtig sein, der Honig wurde doch hauptsächlich in meinem Edeka-Markt vertrieben und unter dieser Adresse ist ein Edeka-Markt. Da ich ja zumindest jetzt genau wusste, dass der Imker Rico heißt, habe ich erneut gefragt, bist du mit der Adresse sicher? Es scheint, dass es in meiner vorherigen Antwort Missverständnisse gegeben hat. Torben Heinisch betreibt keine Imkerei in Meißen und die genannte Adresse ist nicht korrekt. Der Honigstreit zwischen Böhmermann und Heinisch betraf tatsächlich keine Imkerei in Meißen. Der Streit entstand um die Vermarktung von Honig durch die Deutsche Honiggesellschaft, die unter der Marke Langnese Honig bekannt ist. Die Idee, dass Heinisch eine immer wieder Heinig ohne Zick in Meißen betreibt, ist nicht zutreffend. Wenn du spezifische Informationen über eine bestimmte Imkerei suchst, kann ich dir gerne weiterhelfen. Aber die Verbindung zu Meißen und einer Honigmanufaktur im Rahmen des Streits ist so nicht korrekt. Ja. Schlussendlich habe ich jetzt gesagt, sag deinen Programmierern bitte, dass es hier nur so von Missverständnissen wimmelt. Ich verstehe, dass die vorherigen Antworten zu Missverständnissen geführt haben. Und das tut mir wirklich leid. Ich bemühe mich, dir korrekte und klare Informationen zu liefern. Aber manchmal können Fehler passieren. Ich nehme dein Feedback ernst und werde sicherstellen, dass meine Antworten in Zukunft präziser sind. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Wenn du noch Fragen hast oder etwas klarstellen möchtest, stehe ich dir gern zur Verfügung. Wenn ihr mit irgendwelchen KIs arbeiten wollt, was mir der Microsoft Copilot erzählt hat, das stimmte alles soweit. Was ChatGPT gesagt hat, war eigentlich mehr oder weniger Quatsch. Was ich mit ChatGPT schon ein paar Mal gemacht habe, einen Text umschreiben oder besser schreiben, dass du den einfach Infos gibst und dir aus den Infos einen Text schreiben lässt oder schon einen fertigen Text reinkopierst und den etwas umformulieren lässt. Das klappt ganz gut. Aber zur Recherche mit ChatGPT kann ich nicht empfehlen. Leute, macht's gut.